Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Musikworkshop über ein Stück, für das es längst dran ist, dass wir uns damit mal beschäftigen. Die Harmonien, aus denen es gemacht ist, und zwar das ganze Lied aus diesen Harmonien. Das sind vier verschiedene und dann wieder dieselbe vom Anfang. Und wenn man die in unterschiedlichen Reihenfolgen spielt, hat man damit die Möglichkeit, einen ganzen Popsong zu schreiben. Um welchen Song handelt es sich? Wenn ich jetzt einfach zum Beispiel, dass man nicht so gerade spiele, einfach nur einen Akkord, sondern ich verändere jetzt mal mit der linken Hand was. Das habe ich gemacht, habe einfach mit der linken Hand die Töne wiederholt. So hier. Und spätestens jetzt müsste eigentlich klar sein, worum es geht. Und so weiter, ne? Das muss ich jetzt nicht lange laufen lassen. Das läuft ja schon an allen Ecken und Enden im Moment genug, dass man ganz genau weiß, wie das Stück klingt. Was passiert hier? Warum klopft das so? Wenn jemand ein Lied erfindet, bei dem es um ein Thema geht wie Atemlosigkeit, dann ist doch klar, das muss einen Pulsschlag haben, der ungefähr dem entspricht, wie es einem selber geht, wenn man atemlos ist, aus welchem Grund auch immer. Und da ist dieses Klopfen, was durchs ganze Lied geht, fast durchs ganze Lied geht, doch ein wunderbares Mittel, das musikalisch auszudrücken. Dieses. Stellt euch vor, Puls. Weiß man, man ist in einer Situation, in der es prickelt. Atemlos durch die Nacht. Was passiert noch? Eine kleine spannende Idee, die da eingebaut ist in dieses Lied, besteht darin, dass, ihr erinnert euch, wir haben hier manchmal von Viertaktigkeit gesprochen, dass musikalische Phrasen immer irgendwas mit der Zahl 4 zu tun haben. Das heißt, man wiederholt Dinge in einer Struktur, in der man immer bis 4 zählen kann. In diesem Lied hier passiert das an einer ganz entscheidenden Stelle nicht, dass man wartet, bis die 4 vorbei sind, sondern es passiert schon nach 2 Takten, dass wieder auf den Anfang gesprungen wird. Hören wir mal diesen Vers, der am Anfang passiert. Wenn man das mitzählt, hat man einmal ganz brav 4 Takte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier gehören der Pop-Ordnung nach eigentlich noch 2 Takte hinten dran, damit es dann 8, also 2 mal 4 sind. Passiert aber nicht. Auch das gibt diesem Lied dieses Gefühl von dieser Ungeduld, dass man eigentlich früher wieder an einer Melodie beginnt, als sie von dem musikalischen, strukturellen Gefühl dran wäre. Was ist noch wichtig? Dass Dinge sich wiederholen. Und in der Musik fügt die Wiederholung von markanten Elementen dazu, dass wir ganz schnell das Gefühl haben, wir kennen etwas schon, was uns begegnet. Wie beispielsweise dieser berühmte Refrain, diese Melodie. Atemlos. Das kommt hintereinander weg, auch 4-mal genau gleich und ist doch eigentlich ein ganz kurzer Abschnitt, den man relativ schnell so ins Ohr bekommt, dass man ihn mitsingen kann. Macht sie nochmal. Wenn das durch ist, kommt ein neues musikalisches Element. Und so weiter. Und alle diese Elemente sind relativ kurz in diesem Lied. Also gerade so, dass man sie, wollen wir uns das mal so vorstellen, wenn man ein bisschen atemlos ist, trotzdem auf einen Atem singen kann. Man braucht also keinen langen Atem, um lange Phrasen zu singen. Geht ja auch nicht, wenn man atemlos ist. Also sind die Abschnitte schön kurz. Dafür kommen sie ein paar Mal öfter. Und das Schöne ist, wir haben dadurch das Gefühl, wenn wir es hören, auch beim allerersten Mal, wir kennen es schon, weil es immer wieder die gleichen kleinen Sachen sind, die sich wiederholen. Atemlos durch die Nacht. Wobei kann man atemlos werden beim Tanzen? War das früher auch schon so? Ja. Horchen wir mal in eine Musik von Peter Tschaikowski. Das ganz berühmtes Ding, Blumenwalzer. Spielt nicht? Spielt doch. Da ist er. Horcht mal, wie sich das jetzt hier schon wiederholt. Es kommt wieder sowas. Es gibt so einen kleinen Schwung. Und was passiert hier? Jetzt wird das, was sich wiederholt hat, nochmal wiederholt. Nochmal. Nochmal.
und wieder der kleine Schwung ans Ende. Was Tschaikowski hier macht, ist eigentlich genau dasselbe musikalische Mittel. Er nimmt sich eine kleine, gut anhörbare musikalische Struktur und wiederholt sie. Und nachdem er sie wiederholt hat, wiederholt er das, was er wiederholt hat, nochmal. Und zwar mit Wiederholung. Was dabei rauskommt, sind wieder Geschichten, die mit der Zahl 4 zu tun haben, weil alles in allem kommt das viermal. Aber auch in dieser Musik drin steckt sogar eine kleine Art von Wiederholung. In dieser Melodie. So geht sie. Klingt eigentlich, als wäre es eine Melodie, die durchgehend neu erfunden ist. Ist es aber gar nicht, weil die Struktur dieser Melodie gibt uns auch schon das Gefühl, dass hier eigentlich ein musikalisches Element sich die ganze Zeit wiederholt, nämlich dieses. Einfach so ein kleines absteigendes Intervall. Hört nochmal her. Mal sehen, ob ich den Anfang davon jetzt hier wieder finde. Ich mach's mal an. Ich zeig's dann immer. Hier. Wiederholt. Wiederholt, Atem holen und immer dreimal wiederholt sich das. Und dieses dreimal sich wiederholen wird viermal hintereinander stattfinden gelassen. Jetzt geht es wieder von vorne los. Und das, was sich hier wiederholt, kommt einmal, kommt zweimal, kommt dreimal. Und beim vierten Mal lässt er eine andere Musik erklingen, die aber wieder so ähnlich gebaut ist. Nicht wahr? Immerzu das Gleiche, könnte man sagen. Aber es ist ja nicht genau das Gleiche, sondern es ist nur ungefähr das Gleiche. Was uns die Chance gibt, Melodien beim ersten Mal hören schon so zu verstehen, dass wir sie nachsingen können. Das ist im Grunde genommen was ganz Ähnliches, wie zum Beispiel auch in dem Stück, was ich jetzt noch für euch habe, ist auch Peter Tschaikowski. Und einmal mehr könnte es die Vorlage sein zu einer unglaublich coolen Filmmusik. Und da passiert ein noch viel kürzeres musikalisches Element, was sich, ihr werdet es merken gleich, unmittelbar aneinandergereiht, immerzu wiederholt. Baut sich dabei herrlich auf, wird immer lauter, immer kräftiger, sind immer stärkere Instrumente, die es spielen. Und es verkürzt sich nachher. Nachher heißt es dann. Hört mal rein, ihr werdet das erkennen, wie viel Spaß das macht. Kann man gut erkennen, ne? Immer zu, das gleiche musikalische Element. Hier wird es kürzer. Und jetzt was anderes, aber eigentlich nur um vorzubereiten, dass jetzt ein Thema kommt, was genau mit diesem musikalischen Motiv anfängt. Und was passiert? Wir haben beim ersten Mal hören das Gefühl, wir kennen es schon. Da ist es. Und so weiter. Unglaublich cooles Stück. Ihr werdet wahnsinnig Spaß haben, das zu hören. Tschaikowskis 6. Sinfonie heißt auch die Pathetik. Hat unglaublich emotionale Momente. Ist ein Riesenstück. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal anhört. Fände ich cool. Schreibt's mal, ob ihr es getan habt. Und wenn ja, machen wir mal eine Sendung nur über so ein Stück wie Tschaikowskis 6. Sinfonie. Und da werden wir ganz viel über das Leben und die Musik erfahren dabei. Okay, atemlos durch die Nacht. Tschüss, macht's gut.